Hallo Freunde, hier ist Frank aus Deutschland. Dies ist der zweite Teil, um euch zu erklären, wie ich den X Hypercube 3D aufgebaut habe. Zuerst noch ein paar Fotos aus meinem Keller. Wie ihr seht, habe ich schon einmal den Rahmen aufgebaut, wie in dem letzten Video gezeigt. Zeige euch hier, wie ich noch den Extruder angebracht habe. Ihr seht die Zahnriemenführung auf der rechten und linken Seite sowie die Halterung für den Schrittmotor auf der Vorderseite. Gut, machen wir weiter. Jetzt geht es daran, die Führung für die Z-Achse zu bauen. Als erstes müssen die Führungsstangen eingebaut werden und die Halterung so angebracht werden, dass der Wagen frei in den Lagern laufen kann. Unter dem Gehäuse seht ihr auch schon die zukünftige Druckplatte. Diese besteht aus FR4 und wird meist benutzt für die Leiterplattenherstellung. Dann aber natürlich mit einer Kupferbeschichtung. Dies eignet sich hervorragend für den 3D-Druck, da die Teile sehr gut auf der Oberfläche haften. Sie muss einfach nur etwas angeschliffen und natürlich mit Alkohol gesäubert werden, dann könnte der Druck schon losgehen. So, als nächstes befestigen wir die Kupplung an der Achse des Schrittmotors, holen uns die Trapezspinde und befestigen diese schließlich an der Kupplung des Schrittmotors. Die Trapezmutter wird dann anschließend an der entsprechenden Halterung für den Wagen befestigt. Leider hatten die Originalhalterungen für das Druckbett bei mir nicht richtig gepasst, sodass ich dann ein neues Modell mit Fusion 360 designen musste, womit dann die Druckplatte besser befestigt werden konnte. Hier seht ihr die Konstruktion. Wir haben also die Halterung, dann die Gewindeschraube mit der Gewindemutter, das Silikon-Halsbett, die 6 mm Druckplatte sowie die FR4-Unterlage. So, Zeit für einen ersten Test. Im Foto oben links seht ihr noch meinen Testaufbau. Ich benutze ein normales MKS 1.4 3D Druckcontroller Board mit der neuesten Marlin Firmware. Der erste Test ist nur, um zu sehen, ob die Achsen leichtgängig sind und der Controller auch das macht, wofür er eigentlich gedacht ist. Hier musste ich besonders auf die Richtung der X- sowie Y-Achse und ob auch die Druckplatte in die richtige Richtung fährt achten. Ich benutze außerdem noch ein grafisches Display von RepRap mit SD-Karte, günstig zu bekommen im Internet. Weiter geht's. Jetzt musste ich mir natürlich noch eine Halterung für das MKS-Board ausdenken. Ich habe dann einfach noch einen Rahmen gesucht für das Aluminiumprofil 2020 und diesen dann am Ende noch auf meinem alten Drucker ausgedruckt. Den Link findet ihr natürlich am Ende in der Videodescription. Der Rahmen wird mit normalen M5 Linsenkopfschrauben sowie deren Hammermuttern an das Profil angebracht, sowie das Mainboard mit ein paar M3 Schrauben sowie Muttern an den gedruckten Rahmen angebracht. Kommen wir zu dem Induktionssensor. Hier stellte sich heraus, dass dieser nur mit 12 Volt läuft und ein PNP-Sensor ist. Zum Anfang dachte ich, ist ja einfach, zwei Widerstände so anschließen, dass es an das 5 Volt-Signal des Mainboards passt. Dies war aber leider nicht der Fall, da das Mainboard einen Pull-Up-Widerstand besaß. Musste noch ein NPN-Transistor angebracht werden, damit die Firmware richtig erkennt, ob es sich in der Nähe einer Oberfläche befindet oder nicht. Ich habe euch dafür einen eigenen Schaltplan eingeblendet. Diesen findet ihr natürlich auch in der Beschreibung unter diesem Video.
Die Schaltung ist eigentlich ganz einfach und sollte keine Probleme beim Zusammenlöten machen. Auf der linken Seite seht ihr die dreifarbigen Kabel vom Induktionssensor. Schwarz, blau und braun als Eingang vom Sensor. Dann eine Widerstandsweiche, die passend zum Eingang des Transistors ist. Der Schaltvorgang wird dadurch ausgelöst, dass das Signal gegen Ground vom Transistor geschaltet wird. So, und hier der erste Testdruck von unserem neuen 3D-Drucker. Juhu! Natürlich mussten dafür noch Änderungen in der Konfiguration vorgenommen werden. In der Firmware von Marlin gibt es eine spezielle Datei, die heißt configuration.h. Hier musste ich aber noch ein paar Sachen einstellen, zum Beispiel der Nullpunkt des Druckbetts, welchen Sensor benutze ich, welche Art Autobed Leveling will ich einschalten und so weiter. Nach dem Verkleiden aller Kabel haben alle Komponenten sehr gut funktioniert. Wie ihr seht, habe ich einen alten Extruder-Schrittmotor genommen und diesen dann als Bowden-Extruder umfunktioniert. Hier seht ihr noch einmal das Board in seiner ganzen Pracht. Ich benutze DRV8825 Schrittmotortreiber. Wie ihr sehen könnt, sind außerdem die Lüfter, die einzelnen Sensoren sowie die Endstops und natürlich die Schrittmotoren angeschlossen. Dann haben wir am Ende noch das SSR. Es wurde einfach an den Ausgang für das Heizbett angeschlossen und funktioniert sofort sehr gut. Am Ende musste ich feststellen, der Drucker muss noch ein wenig besser eingestellt werden. Das Endergebnis hatte eine leichte Under-Extrusion. Aber alles in allem war es ein großer Erfolg. Hier noch ein paar Fotos vom SSR, als ich es getestet hatte. Am Ende habe ich es an das Aluminiumprofil angeschraubt und habe für die 220 Volt Leitung eine Vago-Kontaktleiste benutzt, sodass das Heizbett in Reihe geschaltet werden konnte. Wie schon gesagt, war der Bau des 3D-Druckers ein voller Erfolg und hat unendlich viel Spaß gemacht. Ich bin schon fast etwas traurig, dass ich im Grunde genommen jetzt fertig bin. Aber ich werde noch ein Video veröffentlichen, in dem ich euch dann zeige, wie einige Sachen an diesem 3D-Drucker verbessert werden können. Ein Fazit: Wenn man nicht viel Geld hat und trotzdem eine Qualität eines 2000-Euro-Druckers erreichen möchte, sind diese 100 Euro wirklich bestens angelegt. Schaut euch also noch in Ruhe ein größeres Projekt an, was ich mit dem fertigen 3D-Drucker gedruckt hatte. Es war zwar sinnfrei, da die Wände dann doch zu dünn waren für die Halterung, aber wie schon gesagt, so als Testprint hat es sich wunderbar geeignet. Ihr seht ein leichtes Warping an der unteren linken Seite der Box. Das konnte ich dann dadurch verbessern, indem ich einfach mehr Hitze auf das Heizbett gegeben hatte. Also, ich verabschiede mich ganz nett, euer Frank aus Deutschland, und wenn jemand Hilfe braucht beim Aufbau, schreibt mich einfach an. So, lasst mir einfach einen Thumbs up da. Oder ihr abonniert vielleicht sogar meinen Channel. Darüber würde ich mich sehr freuen. Macht's gut, euer Frank.